Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es haben sich so viele gewünscht, dass ich heute mal filme, wie wir aufs Turnier fahren und was wir so machen. Also habe ich mir gedacht, ich nehme euch wieder mal mit. Und die Mutti ist auch heute wieder mit dabei. Hallo. Auf jeden Fall fahren wir nach Erzhausen aufs Turnier. Und ich halte einen Stielhelm und ich hoffe, dass sich der Esel benimmt. Das hoffe ich auch. Und dass sich das Wetter hält, weil... Wir sind schön Wetterreiter. Und es ist ein bisschen wolkig. Seht ihr das? Naja, vielleicht. Schaut das da schlauer. Schaut euch das mal an, die Mutti. Chillt da ganz entspannt am Strohballen. Und ich putze das Pferd, das jetzt leider ein paar Wasserflecken abbekommen hat, weil es angefangen hat zu regnen. Und jetzt kriege ich den Staub nicht mehr aus dem Fell. Wir sind nämlich in 25 Minuten los. Wir haben den Hänger noch nicht eingeräumt, das Pferd hat noch nicht gegessen. Das Pferd ist noch nicht sauber. Das Pferd chillt. Hast du keine Lust heute? Hast du keinen Bock? Oh. Mutti? Mutti? Was ist das? Ey, du hast deine Flosse davor. Ja. Ist ja auch was machen hier. Haben wir noch eins? Nein, lass es weg. So, eins. Wer mag da vorne kein Zöpfchen haben? Ein kleines Zöpfchen machen. Guck mal, der hat keinen Bock auf noch ein Zöpfchen. Oh, lass ihn in Ruhe. Da ein Spänkchen rein. So. Fein. Oh, fein. Oh, so schön. Guck mal, Mama müde, dann müssen schlafen. Ey, du kannst ja nicht mal Autoschlüssel essen. Geht's noch? Gibt's ein Karöttchen? Ein Karöttchen gibt's für den Esel. Jetzt geht der Esel noch mal ein bisschen in die Führanlage. Wir hängen gerade den Hänger an. Seht ihr das? Da ist er. Okay, dann gehe ich mal nach draußen. Ist die Mutti hier? Nicht alles umfährt, ne? Okay. Da sind wieder so Disteln gewachsen. Upsi. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Die Mutti hat es geschafft, den Hänger anzuhängen. Wuhu! Wir sind noch nicht mal auf dem Turnier, das ist schon Chaos. Auch ein Keil. Sowas. Muss das jetzt regnen? Mann, oh, jetzt schüttet es einfach. Das ist so ekelhaft. Mann, was machen wir denn jetzt? Das ist ein Grasplatz. Ich würde sagen, wir hängen den Hänger wieder ab und bleiben da. Hier ist ein Start klar und es regnet. Juhu! Na, Esel, das ist doof, das Wetter, ne? Das ist richtig doof. Mann, oh, warum muss es jetzt regnen? Vielleicht wird's ja was, Isa. Ja, vielleicht wird's was. Vielleicht hört's auf zu schieben. Wisst ihr, was passiert ist? Wir haben uns verfahren, sind jetzt immer mal 20 Minuten durch die Gegend geguckt, waren jetzt eine Dreiviertelstunde vor Prüfungsbeginn da und jetzt wurde die Prüfung eine halbe Stunde vorverlegt. Genau, und jetzt ganz schnell fertig machen und in 15 Minuten fängt Springen an. Genau, alles ein bisschen hektisch jetzt. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr so viel vom Fertigmachen filmen, sondern dann danach wieder. Bis dann! So, Espresso. Jetzt noch schnell Topflächen. Jetzt geht's Espresso. Das war Stress jetzt, gell? Wir begrüßen wir Isabel in Deutschland, vom Verein Fahrverein des Sie ist hier mit 424 Espresso. Der Espresso war voll fein. Das stimmt. Wir haben nur 7-2 gekriegt. Bei zwei Sprüngen war es nicht ganz so. Bei zwei Sprüngen war es nicht ganz so optimal. Beim zweiten, da war es irgendwie, dann hat er auf einmal gesehen, oh Gott, ein Ochse. Und dann wollte er so bremsen, habe ich einmal die Beine zugemacht. Und dann ist er doch noch abgehoben. Beim letzten, da war es dann zu dicht. Und da wusste ich nicht mehr, einen mehr oder einen weniger. Dann habe ich einen mehr gemacht. Dann war der auch nicht ganz so hübsch. Aber null wenigstens.
hier noch eine Erdkugel. Erst haben sie mich nicht mehr aufgerufen, da wäre ich erste Reserve gewesen. Auf einmal hieß es, oh, wir platzieren eine Reiterin mehr. Aber nee, das war. Die haben das vorher schon gesagt, das weißt du ja, als der aber dich aufgerufen anderen, hat. Die anderen, die Richter nicht. So, Isa, wir wollen nach Hause. Ja, jetzt ist noch richtig die Sonne rausgekommen. Es hat so geschüttet, als wir vorhin zu Hause losgefahren sind. Der Espresso ist jetzt wieder auf dem Hängen, ja? Mutti, willst du auch was sagen dazu? Nee. Alles gut. Ja, der Espresso war richtig lieb. Ja, und der Sigi auch, der wollte ja so Gas geben, aber er konnte nicht, weil die anderen Pferde so lahm. Aua, Kopfnuss. Weil die anderen Pferde so lahm waren. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine 7-2 und waren noch platziert. Juhu! Espresso war Chiller Ballett. Also das heißt, er hüpft auf dem Hänger rum. Hört ihr das? In 2 Minuten zu Hause und immer am Sportplatz fängt er an zu bollern, weil dann sieht er ja auch, dass wir zu Hause sind. Genau. Der sieht es wirklich, der weiß, wo wir sind, der ja. Ist nicht blöd. Schaut jetzt das Auto auf. Genau. Und trampelt ein bisschen rum. Das hat er früher nur gemacht. Also der ist wirklich schon lieb geworden. Ja, früher ist er über die Stange gesprungen von Lauf. Na gut. Ja, das bisschen bollern darf er dann mal. Wir sind wieder im Stall. Und jetzt gehen wir schnell an Ründchen wälzen, weil wälzen ist immer ganz wichtig. Und das hat er sich ja auch verdient. Warte, losmachen. Zäpfchen kannst du jetzt auch zerstören. Mach mit. Oh. Erstmal hinschmeißen. Erstmal hinlegen. Juhu. Na, Schnucki? Hat Spaß gemacht? Hat das Spaß gemacht? Ja. Du gehst aber nicht ohne mich. Ich muss ja sagen, ne? Irgendwie hat sich die Mutti gerade über sie festgefahren. Ach, fuck! Hallo, das sagt man nicht. Entschuldigung! Oh, soll ich mal probieren? Nein. Ich soll jetzt auch nicht ganz konzentriert. Aber zum Glück sieht uns gerade niemand, sondern nur ihr da draußen. Oh. Komm, Isa, sag mal was. Sag mal tschüss oder hallo. Oder hallo oder tschüss. Super, Isa. Habe ich es gut gemacht, Mutti? Super. Isa, da musst du noch dieses Caption drauf machen. Ja, aber das passt jetzt nicht. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe mir gedacht, ich spreche noch mal ganz, ganz kurz für euch, um euch noch mal Tschüss zu sagen für dieses Video. Also, ich bin auf jeden Fall mega, mega glücklich über die Platzierung, auch wenn es dann am Ende nur ein 9. Platz geworden ist. Ja, der Espresso macht es mir auf dem Turnier auch nicht immer so einfach und stellt sich manchmal an wie ein Esel und da haut dann irgendwelche Stangen runter, obwohl es nicht sein muss. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!